10 nominierte Mannschaften. Ja. Und das Prozedere kennen Sie. Wir schauen uns jetzt mal an, wer die Nominierten sind. Applaus für den CFB Soest, die Bodenschützen. Eine Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften lese ich hier. Die Lippstadt Eagles sind auch nominiert für ihren Aufstieg in die Landesliga. Wir reden vom Football. Der Golfclub Lippstadt. Zweimal. Hättet ihr mal ebenso gejubelt, dann wäre ich auch zu euch gekommen. So. Oder war es deswegen? Nein, ist egal. Also, zweimal Aufstieg in die Oberliga, die Damen und die Herren. Also, sie sind zu Recht hier. MSC Bergstadt Rüthen. Westfalenmeister lese ich hier unter anderem. Die New Generation. Ingo, sind die gar nicht da? Die New Generation, ist sie da? So. Seid doch mal. Ja, also die New Generation ist da, Weltmeister im Urban Street Dance. Die Soester Haie, Aquaball, deutscher Meister sind die geworden, haben wir auch als Nominierte. Die Volleyballdamen des Soest Stürmede, Applaus. Der Aufstieg in die Landesliga war es, der dazu geführt hat, dass ihr heute da seid. TTK Anrüchte, sehr erfolgreich im Tischtennis seit Jahren. Der Aufstieg in die erste Bundesliga haben wir da als Titel. Der TV Lipperode, Applaus für die Federfußballer des TV Lipperode, deutscher Fiestenmeister sind die geworden. Und zum Schluss noch der Werler TV, und zwar die C-Jugend. Wollten wir die nochmal? Ah, ich liebe das, das könnte ich den ganzen Abend machen. So, ja, aber Leute, jetzt werden ein paar Jubler etwas leiser werden und ein paar Jubler etwas lauter, obwohl es natürlich alle verdient hat. Hier kommen die vier, die vorne sind. Der WRTV, Soest Stürmede, die Lippstadt Eagles und der MSC Bergstadt Rüthen, und wie immer gibt es jetzt die Bewegtbilder dazu. Mein Name ist Carina Grossmann, ich trainiere die weibliche C-Jugend beim Werler TV Handball. Ja, hallo Nele, hallo Sydney. Was waren eure größten Erfolge 2017? Wir sind Vize-Landesligameister geworden und wir sind ungeschlagen in die Oberliga aufgestiegen. Ziele für 2018? Also wir wollen in das Finale um die Westfalenmeisterschaft einziehen. Und wir gewinnen das! Mein Name ist Sabine Rott. Ich bin Trainerin der ersten Volleyball-Damenmannschaft vom SOS Stürmede. Und Tickets! We'll be right back.
Volleyball. Was waren eure größten Erfolge 2017? Unser größter Erfolg war auf jeden Fall das letzte Spiel in der Bezirksliga. Da sind wir mit einem Bus nach Meschede gereist und haben da mit einem 3-0 den direkten Aufstieg in die Landesliga geschafft. Okay, und was sind eure Ziele für 2018? Uns in der Landesliga zu halten und uns in dieser Liga zu etablieren. Mein Name ist Kevin Rebib, Head Coach der American Football Mannschaft der Lippstadt Eagles. Seite wechseln. Hoch, wechseln. Go! Down, aus! Hey. Hallo, mein Name ist Nico, ich bin ein Captain der Eagles und was ist unser Ziel dieses Jahr, Jungs? Aufstieg! Ich trainiere die Kinder der Jugendgruppe im Kartslalom. Wir sind alle vom MSC Werkstatt Rüden. Mein Name ist Rainer Schnittger, ich bin der Jugendgruppenleiter des MSC Werkstatt Rüden. Das war mit Abstand die erfolgreichste Jugendgruppe, die sich 2017 platzieren konnte. Sei es im Kartslalom oder auch im ADAC Youngster Cup haben wir alles abgeräumt, was man abräumen kann. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr, sondern da gehört ein Riesenteam hinter, Riesenengagement, nicht nur der Kinder, auch der Eltern und natürlich dem Vorstand. Wir haben es innerhalb der Kartslalom-Gruppe auch letztes Jahr 2017 geschafft, Westfalenmeister zu werden. Das ist der größte Erfolg, den man innerhalb der Mannschaft erreichen kann. Und wir wollen diesen Erfolg auch 2018 noch einmal wiederholen. Das
deswegen möchte ich einmal noch mal bitten, den Vorsitzenden des Vorstandes der Sparkasse Lippstadt, Jürgen Liepe, zu mir auf die Bühne kommen und Herr Bernd Marx, bitte einmal noch mal Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Geseke. Sie beiden bitte einmal zu mir auf die Bühne. Und natürlich wollen wir nicht vergessen, den Vorsitzenden des Vorstandes der Sparkasse Soest-Werl, Herr Supe. Sie möchte ich natürlich auch nicht vergessen. Wir haben hier einen Triumvirat, die ihr gleich, ich gebe Ihnen schon mal den Umschlag, praktisch zusammen diesen Umschlag erfüllen. Wir gehen zusammen in die Mitte der Bühne. So, so passt das. Sollen wir es machen? Ja. Wir verteilen mal eben einmal schon mal die Hände frei haben. Genau. So. Am besten so, dass man noch nichts sieht. Ja. So, ist das die Schrift muss auf der richtigen Seite. Ja, so. Okay. Und wir sagen es jetzt alle vier zusammen, wer die Mannschaft des Jahres 2017 geworden ist. Und zwar geht Platz 1 an den Werder. Die C-Jugend des Werder TV haben den Aufstieg in die Oberliga geschafft. Und da stehen sie auf dem Bild mit verschränkten Armen, als hätten sie es gewusst. Herzlichen Glückwunsch, kommt einmal zu uns. So, herzlichen Glückwunsch. So, genau, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Wow. So. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt müssen wir natürlich noch, wo haben wir denn jemanden, der den Pokal entgegennimmt? Vielleicht Kapitän, haben wir da jemanden? Oder haben wir, da müsst ihr jetzt jemanden aussuchen. Wer macht's? So, genau, übernimm du mal einfach den Pokal. Das habt ihr euch verdient, Applaus. Für den Werder TV. Aber wie Sie alle sehen, haben Herr Supe und Herr Marx auch noch weitere Pokale in den Händen. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch einmal die anderen Ergebnisse an und bitten zu uns auf dem Platz 2 auf die Bühne den Sutz Steiner mit 12 Punkten. Kommt zu uns. Der Sus-Stürmer, das sind die Volleyball-Damen und die haben den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Genau. Herzlich kommt durch zu uns hier einmal. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So. So. Ja, das wird ein Bild hier gleich. So. Es sind aber ein paar mehr, ne? Wollen Sie auch mitschütteln, Hände schütteln, oder? Dann mache ich eine kurze Handschüttelpause. Nein, also so. Der Supe, der springt sofort ein. Sehr gut. So, der Herr Marx hat den zweiten Platz. Wer übernimmt die Pokalübergabe? Genau, so, einmal habt ihr euch verdient. Ah, super, oder? Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, wie man sieht, auch knappes Ergebnis zwischen Platz 2 und Platz 3. Aber natürlich wollen wir für den dritten Platz genau denselben Applaus haben, denn das sind die Lippstadt Eagles geworden. Herzlichen Glückwunsch. Kommt zu uns. Gut, dass die nicht Erster geworden sind. Die haben immer so Eistopf mit. Nein, ihr hättet es natürlich verdient gehabt. Hallöchen. Herzlichen Glückwunsch. Da ist ein strammer Händedruck hier, das habe ich erwartet. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, lieber Ingo, genau, so, einmal, wer übernimmt von euch den Pokal? Genau. Das ist doch schon mal ein schönes Bild, oder? Das sind sie, unsere Erstplatzierten. So, und jetzt kommt der erste Fototeil. Das heißt, alle nach vorne, soweit wie es geht. Einmal in der Bühne, wir wollen es noch voller haben. Bitte einmal alle Sportler, die entweder nominiert waren oder einen Preis bekommen haben, hier zu uns auf die Bühne. Ihr bleibt bitte auch noch alle. Und jetzt machen wir es uns hier richtig kuschelig.
So, sollen wir ein paar da vorstellen auch, oder? Genau. Die Jungs kommen aber nach oben. Die sind klein, genau. Ihr kommt ruhig hoch, traut euch. Ihr dürft schön einmal hier vorne durchgehen. Geht mal einmal da durch. Wir positionieren euch schon so. Genau. So. Guck mal, das läuft. So. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. So. Wollt ihr einmal reinrutschen hier? Guck mal, rutscht doch mal hier noch dazwischen, sodass man die Eagles aus Lippstadt noch sieht, aber dass ihr trotzdem dazwischen seid. Geht ruhig durch, da ist doch noch Platz, weil sonst wird es zu eng. So, genau, wir nehmen alle Nominierten hier, alle Preisträger in der Mitte möglicherweise noch, das sieht auch gut aus. Trau dich einfach irgendwo dazu mit deiner Truppe. So, haben wir mehr auf der Bühne oder mehr im Publikum jetzt? Ich glaube, es müsste sich jetzt die Waage halten, oder? So, genau, kommt ihr noch? Genau. Kommt ihr auch noch dabei? Ja. So, haben wir jetzt alle? Das sieht gut aus, ne? So, passt auf, warte mal, wir wollen euch auch noch. Rutscht ihr noch mal einmal ein bisschen weiter nach vorne, dann können die Mädels noch mal ein bisschen aufrücken und dann haben wir gleich alle drauf. So. Und jetzt einmal ganz wichtig. Cheese. Spaghetti gibt's auch? Ich dachte nur Kartoffelsuppe. So, da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ihr seid die Besten.